Moin, sind Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Legacy of Kain Defiance. Und ich muss gerade überlegen, ob es jetzt dieser Gang war hier mit dem Feuer oder ob es der andere war. Aber ich glaube, es war dieser. Da gab es doch diese Bibliothek, wo wir den ersten Spießstab, whatever, hier hatten. Und da gab es dann diesen Ausgang. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, es kommt wieder rausgebrochen. Hässliche Viecher. Oder laufe ich gerade verkehrt? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Ich meine, viele Wege führen nach Rom. Ach, scheiße, das war der Weg. Ja, ist er hier? Nicht ganz so richtig, oder? Oder war da oben doch richtig? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gucken. Wir gucken einfach mal. Soll ja wohl passen. Vielen Dank. Ansonsten cutte ich und laufe dann zur richtigen Stelle. Ich wollte doch schon ein bisschen Gameplay zeigen. Das hab ich noch gar nicht, ne? Nee, das hab ich noch gar nicht. Och nee, den Scheiß tue ich mir nicht an. Dann cutte ich eben und wir gehen zurück. So, doch richtig. Musst du doch da durch. Woranor? Avernus brennt. Und mit der Stadt verbrennen all unsere Hoffnungen. Wie soll ich das Herz in diesem Chaos finden? Du musst dich beeilen. Aber hüte dich vor dem unaussprechlichen Bösen, das in den Tiefen der Kathedrale lauert. Zweifellos ist es die Ursache für die Zersetzung des Zirkels. Wenn du siegen willst, musst du seinen Verlockungen trotzen. Borat, du bleib! Bleib bei mir, ich kann dich beschützen. Borat, oh, ich will nicht, dass du geköpft wirst. Ich kann dich kaputt machen. Ich krieg so ein arkanes schönes Buch. Dafür habe ich dieses Buntglas zerstört. Also hier in der Villa sind einige Rätsel noch. Entweder können wir die mit Raziel machen oder wir müssen es noch mit Kain machen. Ich weiß es nicht. Ah, die Zitadelle der Vampire. Da haben wir auch noch einiges vor. Kain! So. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben mit Kain. Wir sind hier durch. Oh nö, ich habe Dimensionsshit bekommen. Hier fliegen die Fetzen. Hätte ich jetzt... Ah, zurückgemusst? Nee, anscheinend nicht. Ciao. Alter! Da kam das Messerchen aber geflogen, du. Muss ich jetzt durch die ganzen Portale nochmal? Oder hätte ich jetzt eben umdrehen müssen? Ich bin mir gerade nicht sehr sicher, weißt du? Das ist leider einer meiner Stärken. Unsicherheit. Teile dieser Geschichte kannte ich bereits. Ja, endlich sagt er mal was dazu. Als die Vampire langsam ausstarben, beschworen die Säulen menschliche Hüter, die an ihre Stelle traten. Offenbar hatten die Urvampire die menschlichen Hüter akzeptiert und schließlich entführt, um sie zu Vampiren zu machen, wenn ihre Lebensuhr abgelaufen war. Schließlich rebellierten die Menschen gegen ihre Herren. Und hier machte ich eine überraschende Entdeckung. Das ist Möbius. Die Redelsführer der blutigen Revolte waren Möbius und Mortanius, der Hüter des Todes. Mhm. Jetzt verstand ich, warum Möbius mich so sehr hasste. Ich war nach all den Jahren der erste Hüter der Vampire und er wusste, was mein Kommen bedeutete. Oder vielleicht erinnerte ich ihn an alles, was er aufgegeben hatte. Mortanius, ich habe den Mortalius genannt. Naja, LN. Scheiß und drauf. Kann ich nicht aufmachen? Kann ich töten? Ja, ich hänge hier gerade an diesem Stumpen fest. Jetzt werde ich hier weggeklatscht, Alter. Ich butter euch wie so ein Pangasius-Filet, meine Freunde. Boah, das klatscht auch so schön. Oh, da kriege ich wieder was Neues. Oh, nee.
Kriege ich dann hier auch so ein Unsichtbarkeitsding? Das müsste Kain ja eigentlich von Natur aus können, sich in den Nebel verbannen, in Schatten. Will keiner mir mal euer Blut. Was ist denn das für ein Scheiß? Gib mir euer fucking Drecksblut. Was ist denn jetzt hier? Problem. Yippie Gieb heißt das hier. Alles klar. Lutsch. Bam. Wie? Achso, weil die schon so am Saften sind. Okay, kann ich mit leben. Ah, fehlt noch. Doch, ich hab's. Türe auf. Ich sollte mich vielleicht noch erstmal hier umschauen, vor allem die Olli hier wegklatschen, bevor ich da einfach reingehe. Danke. Achso, snacken. Wahrscheinlich so. So, das habe ich jetzt geöffnet, da komme ich nicht durch. Da ist noch etwas, da kann ich rein. Oder auch nicht, ich habe den Kopf nicht gesehen. Ja gut, dann ist das sowieso die einzige Türe, die ich jetzt so gerade betreten kann, weil ich sichtbar für diese Auguren, keine Ahnung, bin. Kaputt gemacht. Ach, Kain hält nicht wirklich sehr viel von irgendwelchen Artefakten oder architektonischen Meisterungen. Das ist halt ein Mann fürs Grobe. Okay, da kann ich was... Oh nein. Die Kugel, die dieses Tor einst öffnete, war zerstört. Ja. Ich musste einen Ersatz finden, um es zu aktivieren. Nimm doch einfach die Hälften und pack sie zusammen. Och nö. Dicky! Feuer ist nicht so meins. Ich weiche zurück. Oh, jetzt kann ich dich angreifen, du kleiner hässlicher Klumpatsch. Oh, okay. Ausweichen. Also ich finde immer noch, dass Kain besser ausweicht als Raziel. Ich sehe nichts. Okay, Kugel. Ja, haben wir's bald. So, danke. Ich sehe immer noch nichts. Lampe. Geht doch. Pisch. Was ist die Türen auf? Nur die hier oder auch die andere? Nein, wir dürfen nur eine Tür haben. Okay. Lass dich einfach mal so gelten. Oh nein. Kleine Nebelviecher sind wieder da. Kann ich da reinspringen? Bestimmt, oder? Kann ich locker runter. Habe ich hier? Oh, die Platz zu. Also ich gehe erstmal den Gang entlang. Da fehlt mir etwas. Ist ich das richtig? Ich würde sagen, das ist ein Ja. Dann muss ich doch das Teil darunter rausen. Rausen. Bla. Geht weg. Geht mit Gott, aber geht. Und es hat Zoom gemacht. Hä? Boah, hat ja Glück gehabt. Also sieht das wie ein B für Blood Omen. Erdkugel. Lol. Erstmal hier wieder dieses unnütze Ziefer wegklatschen. Habe ich ja gerade irgendwie so eine Mana-Quelle entdeckt da. Steigen hier auf. War es das? Anscheinend nicht, ne? Da ist ein Boden. Da kann man durch die Welt gucken. Hier ist nichts mehr, nur noch, dass man da kaputt machen kann, damit ich da rauskomme. Weil hochklettern ist nicht. In die Ecke Besenwesen, sei es gewesen. Dass uns diese Zombie-Geister da irgendwie überhaupt nichts anhaben. Beziehungsweise sie uns nicht wahrnehmen. Ich meine, immerhin störe ich doch hier den Frieden und die Ruhe. Und Kain ist ja auch so gesehen ein Untoter. Ja, Schnauze da oben. Ach, das wird quasi jetzt neuer Tempel sein. Jetzt muss ich gerade mal gucken, war das hier der Weg? Ja. Nicht nach Vertania City, aber nach da oben. Für die nächste Kugel, um wieder eine Portalwelle. Ja. Um durchzubrausen. Oh, sag mal. Wie viele Knödel kommen denn noch? Schnauze, ihr kleinen Gaswürkchen. Und bitteschön. Hoch damit. Oder auf.
Ah. Ich könnte einfach da durch. Ah. Ich könnte erstmal eins weitergehen. Wir können sein, dass hier wieder irgendwas liegt. Loot. Irgendein Special, du weißt schon. Da haben die sich selber getötet. Weil die Vampire es zum Beispiel nicht ertragen haben, unfruchtbar zu werden. Das soll aber dieses Rad darstellen, weil das war Tod und Aufstieg. Okay, aber durchziehen. Die Kugel kann ich mir immer noch nehmen, wenn ich sage, ich möchte unbedingt dieses andere Portal. Das wird zu viel Arbeit, oder? Wo bin ich jetzt? Irgendwo, wo ich durch kann. Ne, da vorne kann ich nicht durch, aber hier durch. Hallo? Ach ne, das ist ein Gitter. Dekoratives Gitter. Ich bin dumm. Ich bin verwirrt. Ich bin Ziff. Hier kann ich springen. Ich glaube, das sollte ich zuerst machen, bevor mir die da unten auf den Sack gehen. Ich gleite. Oh, fickt euch doch. Das bringt mir jetzt gerade hier leider gar nichts. Ich kann so ein bisschen durch den Raum spähen, das ist sehr schön. So, haben wir es jetzt? Oh ne, haben wir nicht. Ah, da ist ein großer. Oder? Nee. Die großen sahen aber ein bisschen anders aus. Ein bisschen muskelbepackter. Gaswölkchen. Haben wir es? Sieht so aus, hier ist eine Bluttränke, sonst ist hier. Gar nicht mehr, ne? Oh oh. Die Engelstatuen? Und die stehen da noch so blöd. Wer ist mal mit kloppt euch gegenseitig kaputt? Ich möchte gerne den hier anvisieren. Der ist mir gerade ein bisschen wichtiger. Sprung. Jetzt funkelt der lila. Aua. Wenn man nur, weil du meiner Lieblingsfarbe leuchtest, hast du das noch lange nicht, dass du jemand hin bist, okay? Die Aura ist geil. Oh nein! Du hast einen Freund, ja wie schön. Könnt ihr mal bitte aufhören, irgendwelche lächerlichen Messerchen zu werfen? Könntet ihr vielleicht mal diese hässlichen Drecksmenschen angreifen? Danke. Oder schlagt euch gegenseitig kaputt. Oh, das ist jetzt mal hier wieder göttlich. Halt, halt. Teleportation! Danke dafür. Ich möchte zur Seite. Ah, oh, das ist hier alles uncool. Das hier ist gerade echt. Warte mal. Ein bisschen mehr. Schlagt euch gegenseitig kaputt. Ich weiß, dass ihr das könnt. Und ich weiß, dass ihr es wollt. Ihr hasst euch. Ich sehe nichts. Im tiefsten Herzen wünscht ihr nichts anderes, als euch gegenseitig den Marmor von dem Kopf zu kloppen. Explodier doch einfach. Bring es hinter dich. Oh ja, der eine ist schon da. Geil. Sehr schön. Genau so muss das. Okay. Weißt du was? Hier. Snacken muss auch sein. Die gehen mir mit ihren Messerchen auf den Sack. Mein Leben ist ein bisschen im Arsch. So. Dafür sind die ja immerhin da. Kleine Proteinschnitzel hier. Ups, da hat es mich noch erwischt. Toll, da ging mein Leben hin. Oh, wow, das hat mich trotzdem erwischt. Super. Ich darf nur zweimal draufschlagen. Pam, pam, ausweichen. Pam, pam, ausweichen. Ich hasse es, wenn der. Oh. Komm, geh kaputt. Lass mich dich doch kaputt schlagen. Was ist ein scheiß Problem? Geht doch. Psst. Schön explodiert. So gehört sich das. So mag ich das. Und der Schrei. Geil. Todesschrei. Ist aber wieder nach oben, oder was? Mexiko. Gut, das haben wir jetzt mal ordentlich zerstört. Ich habe drei Wege. Ich sollte einmal in allem reinschauen, weil könnte Stuff da sein. Guter Stuff. Schlechter Stuff. Lebenserhaltener Stuff. Sonst ist hier nichts so in diesem Raum. Gut, dann markiere ich den mal als sinnlos. Ach, was soll
Sinn. Das war jetzt nicht in meiner, glaube ich, hier. Hier habe ich ein kaputtes Portal. Damit ist dieser Raum auch gestorben für mich. Wertlos. Und da kommt schon der Timer und das am Maulen. Ja, ich würde ja gerne mal hier eben den schließen, aber hallo? Na gut, dann lasse ich das jetzt leider mal eben so laufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch Spaß und Wave!